Guten Tag, liebe Freunde von Schoner Auto Burghaus International. Hier ein weiterer 2021er Ford F-150 Platinum. Power Boost, also Hybrid. 400 PS. Allrad. 3,5 Liter 6-Zylinder. Motor mit einem zusätzlichen Elektromotor. Platinum ist eine der höchsten Ausstattungsvarianten. Ich glaube noch unter Limited. Und das Fahrzeug kommt mit wunderschönen Smoke Quartz Metallic. Das ist ein dunkles Grau. Elektrische Heckklappe. Wir sehen können, schon installiert ein Retrax Tonneau-Cover, Ladeflächenabdeckung. Das ist qualitativ sehr hochwertig und auf der Ladefläche haben wir noch so eine. Hier ist dann der Tailgate-Step. Bestandteil des Platinum-Pakets, sehr sinnvoll. Innen sieht man den Spray in Bedliner und auch hier den Generator, Power-Onboard-Generator mit 2 Kilowatt. Der hat das komplette Tow-Paket natürlich drin. Unten sieht man auch das Ersatzrad, 20 Zoll Chromfelgen, das FX4 Offroad-Paket und was haben wir noch? Schauen wir mal hinten rein. Es gibt sehr viel immer über diese Fahrzeuge zu sagen, weil die ja recht groß sind und dementsprechend viele Optionen haben. Hier sehen wir dann das Schiebedach. Zweiteilig Twin Panel. Platinum Vollleder-Ausstattung mit den beigen Applikationen. Und hier, das ist mir auch heute aufgefallen, ist das Bang & Olufsen-Zeichen drin. Also vielleicht ist da auch noch ein Lautsprecher drin. Könnte sein, weil der hat das Unleashed-Soundpaket mit 18 Lautsprechern. Die Fahrzeuge sind immer ganz sicher, die schließen sich überall von selber ab, stellen sich von selber ab. Naja, ob das dann so praktisch ist, das stellen wir mal dahin. Sitzheizung hinten. Nochmal Anschlussmöglichkeiten hier. Nochmal weiter Lautsprecher. Nochmal ein schöner Blick. Zweiteiliges Schiebedach vorne lässt sich ganz öffnen. Jede Menge Becherhalter natürlich. Sehr viel Platz. Sehr viel Kopffreiheit und auch Kniefreiheit. Mein Kopf will ich jetzt nicht in das Video stecken. Und leichte Holzapplikationen hier drin. Auch die Nähte sehen sehr schön aus. Fahrzeug neu mit Windows-Sticker, Handbüchern, zwei Schlüssel. Die Running Boards sind elektrisch. Wir haben noch ein weiteres Fußmatten-Set drin. Ich gehe gleich noch mal nach hinten, um was anderes zu zeigen. Hier, der versenkt sich automatisch, um dann eine Arbeitsoberfläche zu bilden. Auch ein sehr schönes Gimmick. Allrad zuschaltbar, 12,4 Inch Screen mit einem weiteren Screen hier. Ich habe dann natürlich alle Kamera, Rückfahrkamera 360 Grad. Hier nochmal das Bang & Olufsen Soundsystem. Hier steuert man die ganzen Dachfunktionen drüber. Mehr, ich glaube, 3 Zonen Klimaautomatik müsste der mindestens haben. Der Pro-Trailer, Parkassistenten und alle Sicherheitssysteme, die man heutzutage braucht. Weiteres extra, auch nicht teuer, aber nett, ist hier nochmal ein zusätzliches Gepäckfach, das abschließbar ist. Da kann man zum Beispiel Bargeld, irgendwelche Papiere verstecken, weil das weiß nicht jeder. Auch eine tolle Sache. Und das ist auch alles klappbar hier. Weitere Option, die dem Kunden wichtig ist, man kann den Sitz, Achtung, man kann den Sitz runter auf 180 Grad
legen. Am meisten Sinn macht das, wenn man die Rückbank hochklappt. So, jetzt haben wir das auf 180 Grad. Das kann man mit dem Beifahrersitz auch machen. Das ist auch eine schöne Option. Ich versuche heute möglichst viele Optionen mit einzubringen. Das ist ja die 15. Generation vom F-150, komplett überarbeitet. Und hier noch ein Blick auf den Motor. Wie gesagt, das ist ein 3,5 Liter Sechszylinder EcoBoost, der es zusammen mit dem Elektromotor auf 400 PS bringt. Und er hat deutlich mehr Drehmoment als der normale 3,5 und verbraucht trotzdem weniger. Also eigentlich eine ganz interessante Geschichte, was Ford probiert. Und im nächsten Jahr kommt ja der F-150 Lightning, dass wir dann noch interessanter werden für unsere Kunden der elektrischen Trucks. Wir, das Team von Schoner Autoburgers, wünschen Ihnen, lieber Kunde, allzeit gute Fahrt und viel, viel Vergnügen mit Ihrem 2021er Ford F-150 Platinum Power Boost, also Hybrid in Smoke Quartz Metallic Grau und Vollleder Schwarz in Allrad. Da wir uns hier schon mal so im deutschen Speditionsplaner befinden, bewegen das Fahrzeug nun zur Verladerampe. Und dann geht es auf seine Reise zeitnah im Container nach Bremerhaven und von dort dann zum Kunden für TÜV und Homologation. Vielen Dank und auf Wiederhören.